Ziel zerstört. Geladen! Liebe Leute, hier ist euer Strelok und ich begrüße euch zu Hell of a Fight. Heute steht alles unter dem Motto, also die drei Matches, die ich euch zeige, stehen unter dem Motto Seal Clubbing, wie der Name schon sagt. Für diejenigen, die den Ausdruck noch nicht kennen, Seal Clubbing bezeichnet im Prinzip den Vorgang, wenn sehr oder mehr oder weniger erfahrene Spieler sich bei World of Tanks Low-Tier-Fahrzeuge, bevorzugt Tier 1 oder 2, raussuchen oder kaufen oder noch in der Garage haben und diese Fahrzeuge in Gefechte führen, die logischerweise größtenteils mit Anfängern besetzt sind oder gefüllt sind. Und es macht Spaß. Es ist so ein bisschen ein bisschen wie schwarzer Humor oder Schadenfreude. Epic Tank Action today. Sowas in der Art. Und man fühlt sich ein bisschen gemein dabei. Aber es macht Spaß und das ist ja die Hauptsache, denn es ist ein Spiel und man soll dabei Spaß haben. Ja, in diesem Gefecht bin ich mit dem Map 84 und dem Kleen in unseren Lolltraktoren unterwegs. Und der Map, der hat hier eine wunderschöne Scouting-Position entdeckt für sich. Schon über mehrere Gefechte hinweg offensichtlich und hat mich und den Kleen quasi dazu überredet, uns nochmal Leichttraktoren zuzulegen, und das haben wir getan. Just und fantastically good. Das kam dann dabei ja mit. Will kill. Machen wir hier kurz Pause und gucken uns unsere Statistik an. Der Kleene, 4000 Gefechte. Der Strelok mit 5000 und der Map mit 3000 Gefechten. Und mir fällt gerade auf, dass wir ziemlich erfahrene Spieler haben. Der BT2 mit 35.000 Gefechten und die SU18 mit 20.000. Also hier, unser Team ist quasi recht voll besetzt mit erfahrenen Spielern, was man auch am Ergebnis bisher ablesen kann, würde ich meinen. 6:0. Das ist schon recht heftig. Die fahren da einfach. Das ist wie eine Schießgalerie. Hier der. War das Medium Mark 2, steht da mitten auf dem Hügel drauf. So was würde ein erfahrener Spieler nie machen. Oder was haben wir noch? Hier der Leichttraktor übers freie Feld gefahren oder hier um die Häuser rum. Und dieses Wargaming Geschenk fährt da auch ziemlich lustig am Rand lang. Und ich treffe ihn einfach nicht. Gegner aufgedeckt, die wir zusammenschießen. Der Map und ich, wir haben hier hinten quasi unsere Position
bis zum jetzigen Moment noch nicht verändert. Wir snipern hier die ganze Karte zu. Der Kleine da drüben hat sich dem Unterfangen Sniping nicht angeschlossen, denn er hat die 20 mm Breda drin, glaube ich. Und ja, damit ist Snipern eher so Tätigkeit der Wahl. Jetzt mangels Zielen begebe ich mich dann auch endlich mal auf den Weg. Und wir sind da hinten in der Bodenwelle, in der Senke drin. Und wir gewinnen 12 zu 0. Wenn T7 Combat Cars in unserem Team haben auch jeder, also einer neuen Pause gefecht. Und beim gegnerischen Team waren gerade mal zwei dabei, die 9000 hatten. Allerdings der Marfio mit 44 Stunden auf dem Leichttraktor, das ist schon, keine Ahnung, ich würde es fast bedenklich nennen. Ach ja, wie gesagt, das Gefecht war vorbei. Ein paar Tage später habe ich dann mich wieder in den Leichttraktor gesetzt. Und das gucken wir uns jetzt an. Das zweite Gefecht, dieses hier, war auf der Karte Malinowka, wie ihr seht. Und diesmal standen zumindest von der Erfahrung unserer Spieler her Welcome back to World of Tanks with the Mighty Jingles. Chancen gegen uns. Ich meine, guckt euch das mal an. Ein T1, ein MS1 und ein Goldfahrt mit jeweils 12 bzw. 14.000 Gefechten. Und ich bin mit meinen 5.000 Gefechten der zweiterfahrenste in unserem Team. Aber wie ich das schon oft gesagt habe, man sollte sich von sowas nicht unterbringen lassen. Eine schöne Sniping-Position im Busch. Und warten. Weg da T1, das kann er nicht aufpassen, wo er hinfährt. Das Schöne ist, wenn Tarnnetz und Scherenfernrohr drauf, dann habe ich noch die Lüftung drin und Fahrzeugtarnung. Also die müssen schon sehr nah rankommen, um mich zu sehen. Was ganz gut wäre, wenn da vorne jetzt mal ein Scout lang fahren würde. Aber der MS1 da, der hat sich da schon bereit erklärt und very impressive. Lassen wir die beiden Yeah, that'll do. Also die Kanone vom Leichttraktor mit einer Genauigkeit von 0,45 oder so ist zwar auf dem Papier gar nicht so gut. I love it. Aber what a rockstar. Ihr seht ja selbst. Laser-like accuracy. Treffen größtenteils die Schüsse, wenn man ordentlich eingezielt ist. Das ist die Voraussetzung. Das ist quasi wie die Kanone beim Panzer 4. Wenn. Also die Kanone vom Panzer 4, die L48, hat eine Genauigkeit von 0,42, wenn ich mich richtig erinnere. Aber wenn die ordentlich eingezielt ist, dann reicht die Zeit. Reicht die. Denken, was man denken, drücken, sprechen. Da trifft man trotzdem, was man treffen will. Wet drink. Have a look at that. Great news. Great news. Und aber auch die T1-Geschichte. Ja, das ist das typische. Total fun. Das typische T1-Gefechtsbild. Wenige fahren über die Flanken, die vorkommen. Alle über die übers freie Feld kommen. Manchmal kann das durchaus Erfolg haben, aber halt nicht immer.
Vor allem nicht, wenn erst einer fährt, drauf geht. Dann noch einer fährt, wieder drauf geht. Und dann wieder einer fährt und wieder einer drauf geht. Wenn, dann muss man gucken, wie die Na komm. Ja. Wenn schon, dann muss man durch einen Scout vielleicht herausfinden, wie viele Panzer in der gegnerischen Basis stehen und dann mit mindestens zwei Fahrzeugen Übermacht angreifen. Und dann muss man da konsequent durchstoßen. Yeah, you better get that looked at, son. I think it's gonna need stitches. Da darf man sich nicht aufhalten lassen. Muss man den Angriff fahren und möglichst den Gegner irgendwie in der Flanke packen. Und wie auch in dem letzten Gefecht auf der Kampagnenkarte, kommt auch hier wieder in Malinovka der Zeitpunkt, wo ich meine hervorragende Position verlassen muss, weil sich einfach keine Ziele mehr zeigen. Und hier, jetzt ist genau die Möglichkeit, den Sturmangriff zu beginnen. Der Gegner ist in der Unterzahl, wir wissen das durch einen Scout, der in der gegnerischen Basis steht. Der ist ja weit rechts. Und dann muss man den Angriff konsequent durchführen. Wenn du einmal fährst, dann fährst du halt. Und dann... vier Abschüsse. 425 Schaden. Das ist in einem Tier 1 Gefecht echt nicht schlecht. Ja, ich habe nicht nur den Leichttraktor jetzt als Seal-Clubbing-Fahrzeug in meinem Repertoire, in meiner Garage, sondern ich habe immer noch den T-18 Panzervernichtungswürfel. Und das ist das letzte Video, das letzte Replay, was ich euch in diesem Hell of a Fight zeigen werde. Auf der Karte Kampagnen, die uns bekannt vorkommt. Und sie kommt uns deshalb bekannt vor, weil die erste Schlacht mit dem Leichttraktor genau hier war. Und die Sniper-Position, die mit dem Leichttraktor funktioniert hat, dachte ich mir, guckst du mal, ob die auch für die T-18 funktioniert. Leider kann ich, wie ihr seht, nicht nachgucken, welche Fahrzeuge oder welche Spieler erfahren sind, weil XVM hier irgendwie rumgebuggt hat. Aber nun ja, es ist erstmal Geduld angesagt. Da kommt ein Hafen. Tschüss. Ein T7. Nein, ein T7. Mighty, mighty Troll Cannon. Leider ziemlich frontal getroffen und dadurch nur 49 Schaden gemacht. Oh ja, das Ding braucht dringend eine Waffenrichtung treten. Da kann ich die Kanone nicht richten. Jetzt einzielen. Oh, und in der Seite getroffen. One-Shot. Es ist halt... Noch nicht. Die Aufeinander habe ich auch nicht verstanden. Das ist halt das Geile an der T-18. Wenn du da die Hobbitze drin hast... Ich hasse ja eigentlich Hobbitzen, aber wenn du da die Hobbitze drin hast... One-Shot. Das ist eigentlich auch vermutlich der Grund, weswegen ich die... Just minus splash down. Hobbitzen nicht mal. Wenn man damit so einen One-Shot kann. Das ist das Spiel easy mode. Yes. Und noch einer. Wobei ich dazu sagen muss, die
Sprenggeschosse haben halt den Nachteil, dass sie halt wirklich nur leicht gepanzerte Ziele oder Oberflächen treffen darfst, um den vollen Schaden zu machen. Ansonsten machst du halt nur, was weiß ich, 49 Schaden. Mit einer Kanone, die wesentlich mehr machen kann. So, hat sich ein Putt entwickelt auf dieser Karte. Geschoss da, was ganz oben die Bogenlampe gemacht hat. Meiner? Oh Mann. Wie gesagt, die T18 braucht dringend. Wenn man die als Heel-Clubbing-Fahrzeug fährt, mit der 75mm Hobbitze, und man weiß, dass man sie länger fährt, also wirklich behalten will, dann brauchst du da ganz dringend einen Waffenrichtantrieb drauf, der millionenfach zwar im Prinzip den den Wert des Fahrzeuges, aber yeah, you like that, don't you, bitch? Aber naja, wenn man das Fahrzeug halt, wie gesagt, länger behält, dann lohnt sich das auch, dann zahlt sich das aus. Kann man auch noch mehr Schaden verursachen. Denn man muss nicht 4 Sekunden oder keine Ahnung, oder 2 auf die Kanone warten, bis die endlich eingezielt ist. Und was den Chat, meine Chatnachricht hier gerade angeht, dann kann ich mich jetzt mal drüber aufregen, denn wir sind halt zugegeben Neulinge, die wissen noch nicht, wie das Sichtsystem läuft, oder keine Ahnung, wir haben es noch nicht miterlebt, dass ein Schuss auch wirklich teuer werden kann, wie beispielsweise bei MIS, ein Hartkerngeschoss. Die müssen sich halt erstmal dran gewöhnen oder müssen daran erinnert werden, dass sie wirklich nur auf, bei Sichtkontakt, bei sicheren Zielen schießen sollten. Zumindest ist der Rat, den ich immer gebe. Ich weiß nicht, ob andere Spieler, die vielleicht eine andere Spielweise haben, eher sagen, wenn so eine schnelle, kurze Schusschance hast, keine Ahnung, dann nutze die Chance. Und wenn er halt nicht getroffen werden will, dann rammt er halt einfach. Ich meine, die T18 hat eine recht angenehme Beschleunigung und die Panzerung hält definitiv auch Kampfschutz aus. Durch den entschlossenen Zugriff unserer Panzervernichtungswaffe haben wir dieses Putt in einem sicheren Sinn verwandelt. Warum nimmt er keinen Schaden, wenn er mich rammt? Nun ja. Das dritte Heel-Clubbing-Gefecht mit dem T18 Panzervernichtungswürfel. Ich bedanke mich beim Clan und beim Map für die Freude, mit ihnen diese Gefechte fahren zu dürfen, beziehungsweise das erste Gefecht.
Ich bedanke mich beim gegnerischen Team, dass sie sich so leicht haben abschießen lassen. Wenn ihr vielleicht zufälligerweise Teil dieser Opferteams wart, dann empfehle ich euch, guckt weiter meine Videos. Vielleicht könnt ihr was draus lernen. Oder guckt bei Leuten, die gut spielen können. Denn auch ich spiele nicht perfekt. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Für heute. Seal Clubbing wird es das nächste Mal wieder geben, irgendwann. Ich verabschiede mich mit besten kameradschaftlichen Grüßen. Euer Strelok. Ciao.